so 3 Jahre. In ihrer eigenen Kotze! Gute meine Freunde, wir machen heute reiche Pool versus Broke Pool. Und Leute, ich kann euch sagen, der Broke Pool sieht so nasty aus. Der ist eiskalt, hat irgendwelche Fliegen drin. Leute, die sind da selber reingeflogen. Und was man noch erwähnen muss, er sieht einfach aus wie eine seelenlose Pfütze. Und der reiche Pool, Leute, er ist groß, er ist stark, er ist warm. Was man noch erwähnen muss, er ist warm. Heiß, warm. Und Leute, man kann einfach denken, in einem reichen Pool kommen einfach nur geile Sachen rein. Und in einem nasty Pool kommen wahrscheinlich nur nasty Sachen rein. Und Leute, ich muss mich auch noch entschuldigen für den nasty Hintergrund. Nicht du. Ich meine nicht hier, dieser Hintergrund, Leute. Aber wir hatten halt so ein Problemchen, weil wir haben 2 Pools in ein Zimmer gepackt. Deshalb war unsere einzige Wahl, die Sachen hier drauf zu schmeißen. Haben wir gemacht, haben wir 2 Pools hier. Und ich hoffe, ich komme nicht in diesen nasty kleinen Pool. Keiner von uns beiden will in diesen nasty Pool, Leute. Deshalb machen wir jetzt eine Challenge. Und zwar, Inga überlegt sich jetzt eine Zahl zwischen 1 und 20. Und wer näher an dieser Zahl ist, kommt in den Rich Pool. Wer weiter weg ist, kommt in den nasty Pool. 12. Ja, du bist dran. 13. Ey, Inga, sag doch. Ich hau mit Pech, Alter. Das ist wie wir beide sind ganz weit weg davon. Das war genau 13. Ich wollte auch von 13 sagen! Also komme ich jetzt in den Rich Pool? Ja! Yeah. Oh nein! Was? Ich wollte fast 13 sagen! Okay! Egg, wie fühlt sich das an? Ich fühle mich wie ein Loser. Ich fühle mich wie der größte Loser aus ganz Deutschland, Leute. Ich fühle mich wie ein Verlierer. Ich darf in diesen Mottenfliegenpool rein. Ja! Yeah. Ich bin so dumm, Leute. Ich bin so dumm. Ich gebe mir jetzt erstmal hier, Leute, mein schwimmendes Essen. Und zwar einmal Burger King on Boat. Es ist voll kalt. Inga, ich kriege eine Blasenentzündung. Inga, echt, ich habe eine empfindliche Blase. Ehrlich. Digga, ich bin so dumm. Ey, Inga, bei Gott, das geht nicht. Ich erfriere voll all. Ich habe einmal so einen Luxus-Service, Leute. Ich habe hier so Getränke, Ketchup, Mayo, Pommes, Burger. Ja, wie geil, 2 Burger sogar. Dann hier für noch mehr Getränke. Habe ich noch mehr Getränke bekomme ich? Weiß ich nicht. Und Leute, das Beste, ein Ring. Die Fische können da durchspringen. Und Egg hat eine Motte. Ich bin so dumm. Ich habe eine Motte, eine Fliege und ich weiß nicht, es ist so kalt. Und ein Heuhaufen, von wo auch immer. Das sind meine Lieblingsburger. Mit Pfirsich-Eistee. Mmh. Oh, besser. Leute, es ist so kalt. Ich bin sowas gar nicht gewohnt. Immer wenn ich dusche mit extrem Hitze, dass ich fast verbrenne, Alter. Oh nein, nein, nein. Dass du nicht verhungerst, habe ich nein. Für dich das vorbereitet. Ja. Ja. Inga, ich habe davon mal gekotzt, ich schwöre. Du hast einen gegessen. Ich habe das schon mal das gegessen. Das ist ein nästiger Mikrowellen. Einfach köstlich. Der nasty Geruch vom nasty Pool kommt hierher. Das ist ein Cheeseburger aus der Mikrowelle. Ich bereue das so, Digga. Ich bin so dumm. Ja! Yeah. Ich habe mein Tasty Burger, das war der beste. Ich habe mir noch einen Chicken Burger gelassen für später. Und oh, da kommt mein Fusetee. Und Egg, bei dir so? Ich habe meinen ekelhaften Burger. Achso, willst du trinken? Nein. Aber Digga, du kommst damit, obwohl Wasser ist, glaube ich, noch zu gut, Alter. Da kommst du mit so creepigen Tomatensäften oder was weiß ich, Digga. Ja, richtig. Was? Rote Beete. Mmh. Ja, komm. Ey, du bist aber im Nasty Pool. Du kriegst keine Cola. Digga, so das war gesünder. Oh mein Gott, die haben so richtig ekliges Essen, Alter. So Cheeseburger mit rote Bildschirmsaft. Wo ist mein Pool, Junge? Jasse, mein warmes Wasser. Digga, das riecht so gesund. Das riecht gesünder als alles, was ich in meinem ganzen Leben gegessen habe, zusammengemixt. Oh ja, es ist heiß, aber bitte, Junge. Eine heiße Ladung Wasser für Sven. Mein Stamm muss ich gleich übergeben, Digga. Der hat doch nicht mal getastet, Alter. Ich sag dir schon mal. Bibis kam in Italien, Leute, mit ihrem neuen Typen. Ob das Ganze stimmt, weiß ich nicht. Wie ich mich fühle, traurig. Das stimmt. Sehr leise stimmt. Sie folgen sich auch auf Instagram. Sie folgen sich nicht mehr. Ich
Ja, weil er, weil sie bestimmt nicht möchte, dass Fans ihn belästigen, ihn neue Freunde. Leute, ey, das ist so wirklich so guter Engel, aber das ist Teufel, Alter. Ich spreche Fakten und Eck spricht nur Ich bin in diesem Bibi und Julian-Thema sehr reizbar. Sag was mich reizt zum Thema Bibi und Julian. Was dich reizt? Ja. Ja, warum? Dass ich ausraste. Okay. Die haben eh nie zusammengepasst. Was hast du gesagt? Inka! Schon vom optischen her wie Zwillinge. Eben genau deshalb sind die perfekt füreinander. Also, nein, stopp! Nicht als Geschwister gemeint. Ich meine so vom Aussehen her von verschiedenen also Eltern natürlich. Deren Traum. Sei leise auf dem billigen Play, Alter! Wirklich! Sagen wir, dass die Matte bewegt. Sie sind irgendwo hier. Nee, die hängt da an der Po. Bah! So 3 Jahre. Ein kleiner Drink für dich. Oh mein Gott, ich habe vor 3 Tagen Auge gemacht hier. Für mich? Ja. Oh mein Gott. Paw Patrol mit 3D-Spielzeug. Pooljunge. Ich habe sogar einen Pooljunge gehört. Ey, ich will gar nicht drüber schauen. Ich schwöre, ey, das Ding ist so eklig, Leute. Einfach köstlich. Ah, Feuerwehrmann. Oh, ich habe vergessen, wie der heißt, der Hund. Das hört sich wie eine Beleidigung an. Oh mein Gott, I love this dog. Das ist ein Dalmatiner, Leute. Ich liebe den so. Mehr Fruchtnektar. Ich versuche jetzt in den Burger reinzubeißen. Digga, die ist voll in der Rolle. Ich fühle mich wie in so einer Badewanne, Alter. So eine XXL-Badewanne. Ein Eis für mich? Oh, wie nett von dir. Ach, Fischi. Ich war eben nicht, Alter. Ich fühle mich hier so unwohl, Digga. So 3 Jahre. Ich kann auch einen Dive-Pool kotzen. Was hast du gesagt? Ich werde jetzt den Burger testen, Leute. Ich werde es versuchen, weil ich habe eine sehr, sehr große Abneigung dazu. Das ist der Burger. Köpfe wie immer. Wehe, du kotzt, ey. Boah, Leute, ich habe ein Trauma noch. Oh mein Gott, weißt du, was geil war? Das blaue Wasser. Das, was du gehabt hast. Hast du? Schon mal? Oh mein Gott! Du bist die Beste! Färbt, sprudelt das Wasser. Oh mein Gott, Leute, ich liebe sowas. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben eine Bade... Ja, das ist sogar mit einem Tattoo. Macht erstmal das Tattoo drauf, Leute. Oh, ey, das einzige Tattoo, was du hast, schwimmt in deinen Füßen rum, gell? Hast du verstanden? Oh, ist eklig so, ne? Boah, ich bin fett auf meinen Oberschenkel, dass jeder das sieht. Also, Sal macht ihren Pool schöner, während meiner stinkt und mit keine Ahnung, was das eigentlich ist. Du bist selber schuld. Leute, Kinky! Ich will mich hier gar nicht ausbreiten, Leute. Überall sind nästige Sachen. Ich bin umzingelt von ekelhaften Sachen. Wollt ihr, dass wir eine Nacht lang in dem Pool bleiben? Nein. Okay, 3, 2, 1. Oh mein Gott, der ganze Pool mit so vielen Dingern, Digga. Oh mein Gott. Da drin ist, glaube ich, ein Tinti. Tinti! Oh mein Gott, eine Hase! Oh, ich habe ein... Leute, seht ihr das? Seht ihr das? Das ist eine Hase. Bill, I'm in a mood for a switcher. Also, ich fühle mich echt wie ein Dschungelcamper, Alter. Kennt ihr das, wo die Leute diese Challenges machen, um Sterne zu holen? Und dann sind die in so einem Glasgefäß oder in einem ekelhaften Pool und dann kommen von unten so Würmer und was weiß ich. Genau. Ich habe auch vorgeschlagen, Würmer in den Pool zu machen. Bist du dumm? Ja. Genau so fühle ich mich, Leute. Genau so. Da nähert sich etwas an. Ich will es nicht sehen, ich will es nicht wissen. Ich will es nicht sehen. Okay, Act, warum? Hä? Jetzt denken alle, dass du Pirate bist. Das kann doch echt nicht schlimm werden. Alter, das ist das schlimmste Poolvideo in meinem ganzen Leben. Gut, das behalten wir mal so.
ich finde das so Baba, gell? Also mir geht's blenden, Leute. Ich schwör's euch, mir geht's so gut. Und Act zu leiden zu sehen, ist noch besser, als wenn sie in einem anderen Raum wäre. Ich schwör, das ist richtig geil. Und diese Hase, Leute, ist so geil. Leute, das ist ein Make-up-Schwämmchen. Oh mein Gott, ich hätte safe und nutzen jetzt. Hier etwas für dich, du kriegst Eis. Oh nein. Mein Eis ist nicht in meinem Pool, Leute, sondern hier in diesem Glas und in diesem Eiswürfel, Leute. Das sind sogar so Orangen. Wow. Das ist wirklich ein Luxuspool. Da kommt eine leckere Cola rein. Ey, Mann. I like. Wow, ich spiele im Wasser. Wow, es macht so Spaß. Es ist gar nicht kalt. Woo, Delphi. Woo, nein, du riechst gar nicht schlecht. Nein. Bill, I'm in a mood for a switch-up. Was? Nein. Du hast Auge gemacht, Alina. Auf was denn? Wo ist mein Schwämmchen? Den hast du doch gegessen oder so. Und dann hast du ihn gegessen. Hey, ich wurde davon gegessen. Hast du das gegessen? Ich habe ihn im Mund gehabt, ja. Hab ihn. Der in deinem Mund war. Die für Beauty Blender benutzt. Das ist der perfekte Notfall Beauty Blender. Guck mal. Ja. Bitte bleib hier. Nicht mehr runterfallen. Sel, was ist deine Lieblingsserie? Good Doctors. Nein. Auf Netflix? Nein. Okay, jetzt schauen wir das. Nein. Aber Eric wird leider nichts davon sehen. Was? Wir? Oh mein Gott. Beste. Oh, ich liebe solche Abende. Was hast du gesagt, nächstiger Fisch? Er stinkt? Ja, ich weiß. Alles stinkt und ist ekelhaft. Ich schaue jetzt Good Doctor und das ist die beste Serie ever, Leute. Kann ich euch wirklich ans Herzen legen. Mir geht's gar nicht gut. Mir fallen sogar schon Wimpern raus. Ich liebe Murphy. Murphy! Ich liebe Murphy. Ich schwöre, Leute, ey, das ist der süßeste Doktor, den es so weit gibt. Ich habe Good Doctor schon durchgeschaut, Leute. Ich habe manche Folgen sogar doppelt geschaut. Ich bin wirklich süchtig danach. Das ist die beste Serie auf Netflix, die ich jemals gesehen habe. Mit Murphy. Oh, Ketchup! Oh mein Gott! Ein Traum! Leute, wir sind 3 Stunden in diesem Pool. Und es fühlt sich an, als wäre ich erst 10 Minuten hier drin. Wenn man meine alten Oma-Hände nicht beachtet. Und mein Wasser ist nochmal warm. Leute, ich muss auf die Toilette und ich weiß nicht, wie lange ich noch aushalte. Oh mein Gott, ey, was? Mach den roten Bittersaft in den Pool, da sieht niemand, wenn du urinierst. Du bist so eklig, Alter. Ich habe so viele leckere Getränke hier, Leute. Und jetzt taste ich mal Cola mit Nektar. Schmeckt Zitrone. Ich habe eine Frage. Was? Aber jetzt poops. Komm, dann blas nicht klar. Oh mein Gott. Um diesen Pool wertvoller zu machen, schicke ich dir einfach so 100 Euro per PayPal. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch. Ich brauche das Geld. Ich brauch das Was? Kriege ich 100 Euro, weil ich in diesem Pool bin? Nur weil ich den 13 gewählt habe? Ich kann nicht mal den Fisch anfassen, weil da auch irgendwelche braunen Dinge draußen. Digga, die kommen von dir alle. Ja, was bin ich dafür? Ich hab kaum 100 Euro geschenkt bekommen. Nur dafür, dass ich die 13 gewählt habe. Ey, warum eigentlich ist 13 eine Unglückszahl? Denkt ihr, Bibi und Julian sind wirklich getrennt, Leute? Ich weiß es nicht. Das ist so ein schwieriges Thema, weil, wisst ihr, auf einer Seite denke ich mir so, ja, okay. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, boah, das kam alles so plötzlich. Es gab so viele Sachen. Zuerst der Podcast mit dem Doppelgänger suchen, dann auf einmal Bibis Schwester, die gleiche Nase wie die Person auf diesem Bild. Das ist so viel Stress, Leute. Ich hoffe, ich bin nicht die Einzige, die so das ganze Thema richtig unter die Lupe nimmt. Ey, ich bin süchtig. Und ey, du fällst gleich nach hinten, dann platscht alles nass. Obwohl du das eh kennen wirst. Meine Theorie ist, dass entweder A, Bibi und Julia hatten offene Beziehungen, sind sich in ihren Manager verliebt, was also Wattpad-Geschichte ist. Oder B, Bibi und Julia nehmen uns Hops. Oder C, ja, die haben sich echt getrennt. Schreibt gerne Kommentare, was denkt ihr, ist es A, B oder C? Ich hoffe wirklich sehr stark, dass es B ist. Weil die anderen zwei unakzeptabel. Das Ding ist, es kam alles so spontan, Leute. Zuerst reden die über, dass Bibi einen Doppelgänger sucht. Dann auf einmal, Alter, hat diese Doppelgängerin bei diesem Friseurbesuch dieselbe Nase wie die Schwester von Bibi. Dann auf einmal Timothy, Digga, woher kommt Timothy? Also wirklich, Leute, von allen Pool-Videos sogar zusammen gemischt, war das die Top 1.
eins, weil das ist die Spitze, Alter. Ich schwöre doch. Mein Poolleben, Leute, war wirklich Baba-mäßig. Dem Hasen und mir hat es sehr gefallen. Oh, das Geilste wäre, Leute, wär wirklich, wenn wir so mehrere Poolbomben hätten. Schreibt in die Kommentare, Leute, gönnt ihr mir das Ganze? Ich gehe jetzt mit den 100 € erstmal shoppen, Leute. Woo!